Hallo Freunde, willkommen zu einer brandneuen Episode von GTA 5 Sheets, dem brandneuen Let's Play-Projekt und Testprojekt von mir hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Dennis und ich hoffe, es geht euch heute auch gut, denn ich möchte euch einfach mal zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn man eine Faust aus Stahl hat und den Superman hier in Los Santos raushängen lassen kann. Denn der Sheet bringt eine explosive Faust. Das heißt, wenn ihr einen Gegner oder einen Passant wegboxt, ja, zerfällt er einfach in Staub. Und in der letzten Sheet-Folge hatten wir die Möglichkeit, Autos binnen weniger Sekunden in die Luft zu sprengen. Und diesmal wird das einfach per Faust möglich sein. Ich zeige euch das mal. Noch ahnend stehen sie vor dem Kino und wissen nichts. Doch dann kam er. Der Super Michael. Bam! Na? Alter! Muss mal ganz kurz hier. Ja, das bringt auf jeden Fall der Sheet. Ihr seht schon, ihr könnt einfach hier die Sau rauslassen. Insbesondere beim Fight gegen die Cops sehr hilfreich. Und den Sheet findet ihr wie immer in der Beschreibung auf GTA Next.de, in der großen Sheetliste von GTA 5. Dieser funktioniert auch nur im Singleplayer-Modus des Rockstar-Blockbusters hier. Und wir gucken uns die beiden Herrschaften nochmal an hier. Die zwei Damen. Hallo, wollen Sie etwa einen Kaffee? Boah, die habe ich drin. Alter, ist das krank. Ist das krank. Krank, krank, krank. Pizza. Der Geldeintreiber namens Michael ist in der Stadt und will seine Knete zurückhaben. Du denkst, es gibt einen Komm? Warum haue ich eigentlich nur weibliche Damen hier? Ich bin im falschen Viertel. Ich sollte vielleicht nach zur Grove Street mal fahren. Wie ist es denn, wenn ich gegen ein Auto trete? Oh, alter Finne. So, wir fahren mal ein bisschen raus. Dreh durch. So, wir fahren mal in einen anderen Stadtteil am besten. Wuhu, habe ich beinahe die Kontrolle des Fahrzeugs verloren. So, und die GTA 5 Sheets Folgen kommen weiterhin unregelmäßig, je nachdem, wann ich es schaffe, die aufzunehmen. Aber es macht unheimlich viel Bock. Also einfach super lustig. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ihr könnt unter anderem auch noch alles verlangsamen. Ihr könnt Fahrzeuge spawnen und so weiter. Das zeige ich euch alles noch. Wow. Das war aber die Polizei schuld, nicht ich. So, zum Abschluss dieser Folge zeige ich euch nochmal ganz kurz, wie es aussieht, wenn die Polizisten eins auf die Rübe kriegen. Ich gehe mal in Deckung. Und ich bin tot. So, jetzt zeigen wir den Vergleich, wie das ohne Sheet natürlich ist. Aber sehr, sehr lustig auf jeden Fall. So, jetzt bin ich mal gespannt. Natürlich haben wir den Sheet nur pro Runde. Also wenn wir sterben oder verhaftet werden, ist der Sheet logischerweise weg. Oder wenn wir die Konsole neu starten. Wichtig ist zu bedenken, der Sheet gibt es wie gesagt nur in der Singleplayer-Kampagne. Und ich spiele das hier auf der Xbox 360. Für die PS3 gibt es natürlich auch die Sheets. Und jetzt muss die arme Dame hier mal herhalten. So ist es einfach, wenn ihr das Ganze ohne Sheet-Spiel, das kennt ihr ja. Ja, das war eine neue Folge von GTA 5 Sheets. Ich habe $22 verdient. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr dieses Format findet. Ihr findet im Endscreen alle Sheets verlinkt oder einfach im Video. Ich würde mich auf ein oder für ein Abo freuen. Und die nächsten Sheets-Folgen gibt es in Kürze. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann.